So, hallo und guten Tag und willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Hexenjäger. So. Ja. In der letzten Folge haben wir den den Kristallweisen besiegt. In dieser Folge will ich mal weiter die Ruine erkunden, weil ich bin hierhin aus Versehen reingegangen, obwohl ich noch nicht wirklich vorhatte, einen Boss zu bekämpfen. Und ich ziehe mich wieder zurück um in meine Ritterrüstung oder in die Rüstung des gefallenen Ritters, um Abwechslung reinzubringen. Oh, ja. Und aber was gibt's noch zu sagen? Das war eine Überraschung, auf jeden Fall. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, der Helm sieht echt irgendwie hässlich aus. Ich vermute ich daran, dass er so weit offen ist, aber okay. Und wie einfach die Glut über mein Gesicht fährt, rübergeht, keine Ahnung. So. Ja, wir kämpfen mit Schwert und Zauberstab herum. Ich nehme mal die Peitsche. Oh, ich bin doch leicht aufgeregt, also tut mir leid. Da geht irgendein Gang, sage ich, Weg hoch. Gut, das war der Weg. Ja, das war, glaube ich, eher eine Falle. Aber okay. Puh, nun, da gibt's nichts. Da hinten. Oh, da hinten ist noch eine gute Ecke zum Verstecken gewesen. Oh. Oh, da geht ein Weg hoch. Und was ist das hier für ein Gebäude? Oh. Ich höre Schritte. So ganz leise, ganz dumpf. Will ich hier überhaupt schon hin? Ihr habt doch was gehört. Oder waren das meine... Hä? Dankeschön. Oh nein. Ich wusste, ich sagte doch, ich habe was gehört. Ist das ein Feind? Ja, das ist ein Feind. Was hat der denn da? Wow. Ja, das lief nicht so glatt. Ich weiß nicht wirklich, warum ich Funkelzitanit einfach so bekommen habe. Liegt vielleicht daran, dass eine Kristallechse hier irgendwie, keine Ahnung, von mir weggerannt ist und die dann abgehauen ist oder so, keine Ahnung. So, was ist das denn hier? Ist es diese Kathedrale, die ich von da oben gesehen habe? Ja, vermutlich. Naja, gut, ich gehe da noch nicht hin, weil dort scheint es weiter zu gehen. Dort ist nämlich... ich habe den Timer vergessen. Mann, dort ist, weil hier ein Lagerfeuer steht. Dort, genau, da. Und ja, ich wollte ja die Ruine weiter erkunden. Und das Gebiet, was ich kurz angeteased habe in der vorletzten Folge, glaube ich, mit dem da wo die zwei Typen unten waren.
zwei Typen unten. Die zwei Typen drüben und unten die Leiter runter die Treppe war. Die Leiter runter das Lagerfeuer war. Herrgott, was ist denn doof? Dahin gehe ich noch nicht. Erstmal möchte ich hier alles erkunden. Mach dir das, ja. Hallo, guten Tag. Get over here. Oh, du hast ja eine gute Reichweite. Was war das? Was war das für ein Geräusch? Ich hab irgendwo Zauber gehört. Oh oh. Ach komm. Mann. Ey, juhu. So, ich wollte mal etwas die Peitsche ausprobieren, einfach um da ein Gefühl für die Entfernung zu bekommen. Huch, was war das gerade für ein Leck? Ach, es ist der Zauberer, der von oben schießt, glaube ich. Es gab ja hier zwei, wenn ich mich nicht irre, ne? Glaube ich? Ach nee, der zweite war ja den Gang da. Oh. Oh. Willst du mich veräppeln? Hier war ein Rufsymbol? Oh mein Himmel! Ich sollte öfter... Ach komm, den nehme ich halt mit. Ja, warum nicht? Aegon von Karim. Ja, der Typ hier mit dem Großhammer. Ja, komm. Ich spiele doch offline, oder? Genau. Das heißt, ich werde nicht invasiert. Okay, das war scheinbar... Aber ich dachte, ich. Hm. Letztes Mal, als ich den Typen mit den Lionheart oder wie der heißt, beschwören wollte, da ging das nicht weit. Oha, oha. Weil nicht runterfallen. Weil ich Wort schon besiegt habe. Wie geht's da hoch? Oha! Was hat er denn jetzt gemacht? Wow! Alter! Warum? Boah! Echt fett, der Typ, echt fett! Aber wie geht's da hoch? Jetzt mal im Ernst. Ich meine, hier lang geht's ja nicht hoch, da geht's ja nur runter, aber da ist ja eine Treppe. Vielleicht muss ich irgendwie irgendwo springen oder so. Wie kommt er mit dem Zauberer zurecht? Ja, vielleicht ganz gut. Ach, ich muss hier gar nichts machen, das finde ich so toll. Ich hatte gerade einen komischen Ton in der Stimme. Lass mich dir helfen. Während du mir hilfst. Lass mich dir helfen. Lass mich dir dabei helfen, mir zu helfen, genau. Ja, nur ist aber Schluss, ja. Leg dich ab.
Ah. Ach ja. Gut, dann gehe ich mal hier hin. Halt, da ist nichts, da ist nichts. So, was haben wir denn hier? Goldfalkenschild. Aha. Okay. Kleines Schild. Parieren. Okay. Ein nach einem Falken mit ausgebreiteten Flügeln geformter Metallschild. Der goldene Falke war das Symbol einer Söldnertruppe aus vergangenen Zeiten. Viele Söldner betrachten ihn noch heute als Glücksbringer. Oh. Wie sieht da aus? Ja, okay. Scheint eher schön als praktisch zu sein, glaube ich. So, dann nehme ich die wieder weg. Dann weiter geht's. Oh nein, ich hoffe, da greift nicht die Krabben an. Ach, damit. Soll ich einfach durchrennen? Rennen? Oh, warte mal. Ja. Bitte komm mit und mach nichts. Bitte. Bitte lass die Krabben in Ruhe. Komm einfach hier hoch. Nein! Ah, na gut, jetzt musst du dich mit der Krabbe rumschlagen. Nimm den Schild. Oh. Okay, du gehst von vorne ran, ich nehme den von hinten. Was hat er gemacht? Hat er ihn pariert? Hat er gerade die Krabbe pariert? Oh, was hat er getroppt? Kleine Titanitscherbe. Hat er gerade die Krabbe pariert? Die Krabbe? Wow. War da eigentlich noch weiter was oder war das nur eine Sackgassenfalle? Schau mal, was da auf der Lauer liegt. Karim, komm mal her. Karim Babim. Hey! Ja, hat er mich erwischt? Na gut, okay. Bitte erschlag nicht mich, Dankeschön. Aber wie komme ich da hoch? Ach komm, lass doch die Krabbe in Ruhe, Mann. Obwohl, die bringt Seelen. Muss das sein? Muss das sein? Wow! Episch, dieser Kampf, episch. Oh, wenn ich den noch gleich hier habe, kann ich ja die zweite Krabbe facen. Jo. Und hier den ganzen Loot aufsammeln. Ich habe ich nicht gesehen. Hä? Gelbfinger Hazel, was? Jetzt kommt die Krabbe, jetzt kommt ein Finstergeist. Ich trinke mal was. Ach nee, das ist ein Zombie. Hä? Hellbinger? Aha! Was hat der denn da? Finstergeist zerstört. Boah, Alter. Kanzlers Krone, Hazels Hacke. Hat da gerade den Finstergeist oder die Krabbe pariert?
Alter! Boah, wie gut ist der Ring des großen Sumpfes? Wow! Und die Leute meinen, Dark Souls ist irgendwie so übertrieben, hardcore, super duper, Hassliebe, schwer oder so. Ich hatte bisher noch meinen Spaß. Noch. Aber was habe ich denn da für Gegenstände bekommen? Warte mal, einen Hut, ne? Xanthos Krone. Pilzkopf. Diese Krone soll angeblich eine himmlische Kreatur Olas Seil darstellen. Im Land uralter goldener Magie. Einen Pilz. Ah, goldene Magie, ich verstehe schon. Uralte goldene Magie, okay, ich verstehe schon. Hauskleidung gehört zu den Kopfhörer zurecht. Ausbildung 47. Oha. Kopfhörer zurechtlegen. Setzen. Xanthos Kleidung gehört zu den Erforschern verlorener Zaubereien. Und die übergroße Krone versinnbildlicht diese Arbeit. Okay. Ein solch eigentümliches Streben ist sicher nichts, weswegen man sich schämen müsste. Okay. Ich finde es schön, ich kann einfach rumstehen und der macht für mich den Umkreis von 7 Kilometern sauber. So, war hier noch was? Hier diese Hacke, ne? Die wird noch mehr aussehen. Hier. Hazels Hacke. Ruhiger Gesang. Ein Hammer, okay. Die bevorzugte Waffe von Gelbfinger Hazel. Einem Finger von Rosaria und Xanthos Gelehrten. Sie ist sowohl Waffe als auch Zauberstab. Oh. Die goldenen Tupfer auf ihr sind Überbleibsel verlorener Zaubereien. Erhöht kurzzeitig Zauberkraft. Mhm. Also ein goldener Zauberer. Ach, der Ring. Moment, ich habe ja noch einen Ring bekommen. Ring des großen Sumpfes. Verstärkt Pyromantie. Oh. Von der zweiten Kappe. Okay. Ach, hier ist... Oha. Hä, warum kann ich hier im tiefen Wasser nicht rennen? Alter, das ist ja fies. Oh, Kapuze des Beschwörers, Gewand des Beschwörers, Manschetten des Beschwörers und Stiefel des Beschwörers. Hat er etwa die Krabbe beschwört oder was? Hier. Foliant des großen Sumpfes. Okay. Noch mehr Fashion Souls. Also, Kapuze des Beschwörers. Gewänder der reisenden Beschwörer. Beschwörer waren die Vorgänger der Pyromanten und verschrieben ihr Leben ganz dem Reisen. Ihre Kleidung war dementsprechend gut geeignet, um sie vor Feuer, Gift und anderen natürlichen Gefahren zu schützen. Oh. Ist das so? Mhm. Ah, okay, da steht das Gleiche. Da vermutlich auch, aber ich hau noch mal. So. Hier. Ja, okay. Hey, du hast dich ja geheilt, sehe ich gerade. Okay. Alter, ist das Wasser hier viel? Oder warte mal, bin ich zu schwer? Nee, ist das Wasser. Alter, als wäre ich fett oder so. Nur hoch, das ist da ist das Kreuz gerade aufgetaucht. Ja. Yeah. Uiuiuiuiuiuiui. Ist das ein Machtschub oder was? Oh, hier geht ja auch noch rein. Aber erstmal schaue ich mich hier weiter um. Nein. Au, hat er mir in den Kopf gebissen? Oh oh. Yay. Zeig's dem Bruder.
Seine Ziele nicht scherbe. Ganz ehrlich, der Typ ist nicht so schlecht. Dafür, dass er nur die ganze Zeit rumgesessen hat, wird in einem Gitter oder einem Gittertür dort neben dem Turm. Und was hat es? Warst du das? Hast du gerade Bumm, Bumm gemacht? Krabbe? Krabbe. Ach, Egon von Karim, der Krabbenschlechter. Krabbenschreck, genau. Und hier war sonst alles? Wo kommst du denn her? Es ist ein Überfall. Wo kommen die denn her? Okay. Das war... Aha! Da sind doch zwei Kügelchen. Grüne Blüte. Okay. Hier ist noch ein Kügelchen. So viele Leichen hier. Graswappenschild. Mir gefällt der ganze Loot. Keine Ahnung warum. Fühlt sich an wie Luther Kings. Graswappenschild. Parieren. Och, der kann auch parieren. Physisch Abwehrminderung 89%. Okay. Wie schwer ist er überhaupt? 4,5. Ach, genauso schwer. Okay. Aber halb so gut. Ein alter mittelgroßer Metallschild unbekannter Herkunft. Naja, sieht relativ schön aus. Das Graswappen besitzt leichte magische Kräfte und beschleunigt die Ausdauer. Oh, die Ausdauerregeneration mäßig. Oh. Aber oh. Moment, das muss ich mal kurz ausprobieren. Hep. 1, 2, 3, 2,5. Fast 3. Und jetzt mit dem Schild. Oh, Tatsache. Soll ich mal mit dem hier weitermachen? So, hier war aber alles, ne? Warum sage ich immer ne? Ich glaube ja. Zumindest sieht man hier nichts mehr. Gut, dann gehe ich noch mal da hoch, bevor ich da hinten hingehe. Weil ich möchte mich da oben immer noch weiter umsehen. Hä? Sag mal, regeneriert er sich? Oha. Ja, nicht vergessen. Ich pariere hier, ich blocke mit dem Schild nicht so gut. Okay, das war knapp. Naja, komm jetzt. Ah. You came in the wrong hood, biatch. Hat sie überhaupt gerade Schaden gemacht? Und ist hier eigentlich noch was? Ach. Camouflage, Boy. Hey. Was sind das hier für...
Pilzinsekten eigentlich? Ich kann jetzt nicht. Alles klar. Ich wusste doch, dass die irgendwas können müssen. Die sind toxisch, oder? Toxisch sage ich, giftig. Gibt es einen Unterschied überhaupt zwischen toxisch und giftig? Musst du da. Ah, Junge. Ja, ich bin jetzt der Boss eigentlich. Bist du tot? Ach was. Kann ich dich hier wiederbeleben oder bist du jetzt ganz tot? Ich glaube noch zu voreilig. Mal. Okay. Jetzt will der meine Aufmerksamkeit, den sollte ich lieber jetzt bekämpfen, ehe ich ihn vergesse und er mich eiskalt überrascht. Wo es wird schon langsam Zeit, Pause zu machen. Ach, da kommt doch hier eh nicht rein, glaube ich. So. 22 Minuten, oh mein Gott. Hoch. Geht da unten ab. Der will mich, ne? Na gut, wenn du unbedingt willst, Mann. Hey. Gut. Ich nehme mal einen Schluck und damit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. In der nächsten Folge versuche ich mal endlich rauszubekommen, wie man. Dorthin kommt, wo da Loot ist, da wo ich den Typen heraufbeschworen habe, da ist ja diese Treppe, die so abgebrochen ist. Ich frage mich, wie ich da hochkomme. Vielleicht finde ich es ja in der nächsten Folge raus. Wer weiß. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Also bis morgen.